Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Da sind wir auch schon wieder. Ich habe noch ein bisschen am Ton geändert, damit ihr mich vielleicht besser hört. Ich habe nämlich gerade mir kurz die erste Aufnahme angesehen von der ersten Folge und habe direkt gemerkt, mein Mikro ist vielleicht ein bisschen leiser eingestellt gewesen. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem oder hat mich verstanden. Und jetzt müsste es besser werden. Wenn nicht, dann lasst gerne Feedback da, wenn ich was ändern soll. Wir schauen einfach mal, dass sich das hier so einpendelt. Das ist ja für mich auch noch alles neu. Ne? Ha, geblockt. Scheiße. Wir üben das gemeinsam. Ihr übt das Zuschauen, ich übe das Spielen. Und vielleicht kriegen wir, bevor wir da hinten in den Tempel gehen, noch ein Level up hin. Das wäre eigentlich ganz cool. You're going down. Bei Tails ist es so mit den Skills, zumindest bei so einem Trainer war es so, durch das stumpfe Benutzen der Fähigkeiten oder Techniken, Colette hat gelevelt, durch das stumpfe Benutzen der Fähigkeiten leveln die und man bekommt nach und nach neue. Let's get this over with. Das heißt, blocken lernen. Das heißt, Demon Fang müssen wir noch ein paar öfter mal öfter benutzen. Ja, das hat voll funktioniert. Das geht ja gut los. Du benutzt mal. Wir haben keine Apfelgels mehr. Oh, ich spiele so schlecht. Scheiße. Den brauchen wir noch. Wir stellen mal Genius kurz auf manuell und übernehmen ihn. Und übernehmen ihn. Nein, wir können Genius nicht übernehmen. Oder ich weiß zumindest nicht, Baby. Ah, oh Gott. Okay. Ihr macht das schon. Sorry, everyone. Ja, wir können auch gleich Game Over gehen und einfach nochmal neu das Spiel spielen. Komm, Genius, mach alles kaputt. Ich schaff's das. Scheiße. Ja, komm. Gut geblockt. Gib ihm. Scheiße. Ja. Ihr wisst jetzt schon, welche Qualität ihr hier erwarten könnt. Oh, ich hätte das vielleicht erst ein bisschen üben sollen, oder? Komm, wir machen einfach nochmal alles. Ah, ein Monster. Ja, das haben wir noch nie gesehen. Let's get started. Ah, großartig. Nein, er hat meine Einstellungen nicht gespeichert. Jetzt müssen wir alles wieder neu einstellen. Wie furchtbar. Ich hätte es wissen müssen. Jetzt kommt noch der Geist. Ach ja, erst der X4, dann der Geist. Ja, für alle, die die erste Folge verpasst haben, das hier ist passiert. Was bisher geschah. Demon Fang! Tap, Demon Fang! Demon Fang! Fireball! Demon Fang! Demon Fang! I was just warming up. Ja, genau, ich bin auch noch beim Aufwärmen, deswegen zählt das alles noch nicht, was hier passiert ist. Zum Glück waren wir noch nicht so weit, oder? So. Ah, dass er die Lautstärke sich nicht gemerkt hat, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, so hatten wir es eingestellt, ne? Und die Kampfsteuerung haben wir geändert. Auf das hier. Wir speichern nochmal, damit wir das nie wieder machen müssen. Ja, den Skit hatten wir schon gesehen. Wie sieht es im Tempel aus? Nicht so hell, wie wir dachten. Und Leute ist nicht so interessiert, wie er sein sollte. Ja. Nein, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Spiel findet. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr es selber gespielt?
Warum schaut ihr es euch hier nochmal an? Warum spielt ihr es nicht selber? Nein, ich freue mich, wenn ihr hier zuschaut. Man kann die Skits leider nicht skippen. Ich könnte sie ganz auslassen, aber wenn ich mich richtig erinnere, schaltet man neue Skits auch dadurch zum Teil frei, dass man sich die alten angesehen hat. Und wenn da welche übersprungen werden, kann es passieren, dass man später nicht sieht. Ich weiß nämlich nicht aus dem Kopf, welche wichtig sind für die Story und welche nicht. Wir nehmen einfach alle mit. Okay, vielleicht stelle ich gleich doch erstmal auf Semi-Automatik, damit er wenigstens automatisch blockt, bis ich wieder drin bin. Ja, wir kochen uns ein Sandwich. Ich glaube, das machen wir noch schnell. Anpassen. Nein, mit der Technik ist das. Semi-automatisch. Dann blockt er ab und zu von selbst. Das kann nicht schaden. Reinforcements, huh? Demon Fang! Fireball! Demon Fang! Oh. Demon Fang! Als hätte ich es gewusst. Just as I expected. Noch ein Sandwich bitte. Vielen Dank. Noch haben wir Brot. Okay, dann verschwenden wir diesmal nicht so viel Zeit und Leben vor allem. Und Apfelgummis. Let's get this over with. Vorm Tempel. Weil die Wände da drin brauchen. You picked the wrong guy to mess with. Langsam wird's besser. Ich erinnere mich langsam an die Steuerung. Ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar. Ich muss, glaube ich, mal die Steam-Benachrichtigung vor der nächsten Aufnahme ausmachen. We can do it. Das interessiert mich überhaupt niemanden. Ja, wir spielen das hier auf Steam gerade mit einem PS4-Controller angeschlossen. Falls das interessant ist für euch. Wenn man sich konzentrieren muss, kann man gar nicht reden. Das ist ja verrückt. Ich sollte mich einfach nicht konzentrieren, oder? Ich sollte einfach nur quatschen. Tempel von Martell. Wow, Special Effects. Voll geil. Wow, das Licht kommt echt aus dem Tempel. Und dann wird demnächst ein Orakel übermittelt. Colette wird zur Auserwählten bestimmt werden. Ist das hell? Colette, wenn das Orakel übermittelt wird, wirst du zur Auserwählten. Die Welt rettet, nicht wahr? Du wirst ein Held sein, wie der Held Lizos. Also, vielleicht solltest du dich ein bisschen auserwählter verhalten? Ja, kein Problem, kein Problem. Hey, da ist ein ziemlicher Tumult vor dem Tempel. Stimmt. Ja, super Tumult, deswegen gehen wir ganz langsam die Treppe runter. Auserwählte! Oh, ich hab Rücken. Oh, ich hab ziemlich viel Rücken. Um Himmels Willen! Hey, sind sie okay? Ja, offensichtlich nicht. Die Designs haben den Nicht-Angriffspakt gebrochen und den Tempel überfallen. Auserwählte, schnell! Das Orakel! Ich weiß! Sei vorsichtig und drück dich gewählter aus. Es tut mir leid, dass ich die Auserwählte nicht beschützen kann. Halten Sie durch! Zu spät, er ist tot. Nein! Doch. Ich gehe rein. Colette, da sind die Science drin. Ja, aber ich muss es tun. Ich bin die Auserwählte. Ich muss am Tag der Prophezeiung das Orakel annehmen. Ihr beide wartet hier, okay?
Lloyd, willst du Colette etwa allein gehen lassen? Ich warte hier, alles klar. Ich komm mit. Du kannst doch nicht allein gehen. Wirklich? Aber es ist gefährlich. Zwergenregel Nummer 1. Arbeitet gemeinsam im Sinne der friedlichen Welt. Und es kann niemals genug Zwergenregeln geben. Na dann los. Wartet, ich komm auch. Ich mach mir Sorgen um Rain. Danke, ihr beiden. Jetzt nehmen wir vorher nochmal ein Apfelgel. Denn ich möchte gerne leben. Alles klar. Where is the Chosen? Run, Colette. Lord Boda, there she is. Chosen One, your life is mine. Ach so, ja, das wusste ich noch nicht. I won't let you Desaians get away with anything. Desaians? What's so funny? Well then, die at the hands of the Desaians you so hate. Get them. Könnte meinen, es sind gar keine Desaians. Let's go all out. Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! You picked the wrong guy to mess with. Easy peasy. Noch. Schauen wir mal. Ja. Der wird nicht mehr so easy peasy. Doch. Do not get in our way. Demon Fang! Don't even try Demon Fang! 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 Get him! This guy's strong. Ja, ich bin auch total oft getroffen worden und so. Man, this guy is really tough. Ja, total. Krasser Typ. Was? Who are you? Get out of the way. Okay. Don't overdo it. Yeah, I'm Halo. Demon Fang! Ich liebe Leute, die mich heilen, damit ich hochspielen kann. Großartig. Au. Heil mich bitte. Don't overdo it. Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! Don't overdo it. First aid! Don't even try it. Demon Fang! Don't overdo it. Okay, ich muss ausweichen, blocken reicht nicht. Demon Fang! Dafür ist er zu groß. Don't even try it. Don't overdo it. First aid! How? Time. Damn. What a worthless. Don't overdo it. First aid! Don't even try it. Demon Fang! Demon Fang! Den kriegen wir noch klein. No way! Don't even try. Demon Fang! Can't believe I lost to a bunch of kids. You picked the wrong guy to mess with. Und wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das müssen wir gleich wirklich ausmachen nach dem nach der Aufnahme. I never thought you'd show up. Damn. Retreat for now. Amazing. This guy's incredibly strong. Yeah, I suppose so. Is everyone all right? No one seems to be hurt. What? Is that an X-Sphere? How can I ever thank you for saving the Chosen? Das macht 3,50. I see. So this girl is the next Chosen. Vielleicht sollten wir aufhören, das jedem zu erzählen, dem wir begegnen. That's right. I have to go accept the Oracle. Grandmother, I'm going to undergo the trial now. Tschüss. What trial? The monsters, I assume. An evil presence radiates from inside this chapel. Yes,
That is correct. The Chosen is to receive judgment from heaven. But the priests that were to accompany her fell at the hands of the Desaians. Then I'll take on the job of protecting Colette. Lloyd, I would be uneasy with just you. Your name is Lloyd? Yeah, but who are you to ask for my name? I am Kratos, a mercenary. As long as you can pay me, I'll accept the job of guarding the Chosen. Boy. Under the circumstances, I have little choice. It's a deal, then. Wait, I'm going too. Lloyd, you'll only get in the way. Be a good boy and wait here. Boy. What did you say? Did I not make myself clear? You're a burden. Go home. Mr. Kratos? Would it be okay to take Lloyd along too? But? Please. I get nervous when Lloyd's not around. Do as you wish. Da geht doch was. Let's go, Genus. What? I'm going too? Of course. Ich darf mit und I'm going too, da ist schon ein Unterschied. This isn't a field trip, you know. Das klingt mir so, als wenn er muss. Thanks, Colette. It's the truth. Ja, lass die Kinder einfach die gefährlichen Sachen machen, das passt schon. So sieht es in diesem Tempel aus. Colette, du warst doch schon oft hier drin, oder? Ja, aber heute scheint es irgendwie anders. Ich spüre die Gegenwart von Monstern. Seid auf der Hut. Mit so ein paar blöden Monstern werden wir schon fertig. Los geht's. Warte, Lloyd. Hast du dir deine Schwertechniken selbst beigebracht? Ja, wieso? Naja, was ist das denn? Wenn du mit dem Schwert kämpfst, solltest du zumindest die Grundlagen beherrschen. Du willst auch die Auserwählte beschützen, oder? Du hältst dich für so schlau. Ja, wir haben eine Anleitung bekommen. Hammer. Was steht denn drin? Wie ich mich bewege, angreife, verteidige, das Menü aufmache, das weiß ich, sonst wäre ich nicht hier hingekommen. Achso, wie man Items benutzt, alles klar. Ja, das haben wir doch schon alles gelernt. Das ist doch nichts Neues mehr. So, in einem Rollenspiel geht man nie zuerst geradeaus. Wir kämpfen erstmal gegen eine Raupe. Let's go all out. Die gar keine Raupe ist. Irreführende Werbung. Ja, Mann. Wo ist denn von jetzt was? Auf welcher Taste? Nach oben. Jetzt habe ich es weggemacht. Das macht nicht so viel Sinn. Aber ich hätte sowieso lieber vorne und hinten. Sorry. Sonic Thrust! Ja, Mann. Don't overthrow. Aren't we clever? Sonic Thrust! Aren't we clever? Sonic Thrust! Don't overdo it. First aid! Sonic Thrust! Lass die einfach mal ein bisschen reden im Kampf, ne? Nur da. Don't overdo it. First aid! Ich muss wirklich erstmal wieder richtig reinkommen. Aber es wird. Ich weiß zumindest wieder, was ich machen muss. Das ist schon mal ein Fortschritt. Let's get started. Ich muss den Zombie. Ich hab das Tutorial mir gesagt. Boah, der kann da auch Demon Fang. Weil ich sagen muss, wenn Lloyd sich wirklich selber Demon Fang beigebracht hat, ist das schon eine ganz krasse Aktion eigentlich. Ich kann das nicht. Komm, Genus. Du wolltest doch unbedingt den Geist töten. Danke. Echt, hey. Wenn du weißt, was gut für dich ist. Don't let up. Okay. Don't overdo it. First aid. Sonic Thrust. Won't work. Sonic Thrust. Don't overdo it. First aid. Ray Thrust. Fireball. How's that? Sonic Thrust. Demon Fang. Ta.
will der ja. Wenn Genius mal die Geister angreifen würde, wie er es im Tutorial gelernt hat. Ja, wir gucken erstmal, was hier so los ist. Im Keller. Ach ja, Schieberätsel. Und andere Sachen. Ich erinnere mich. Schaut mal, da leuchtet was. Wow, sehen wir es uns an. Schaut mal, hier ist was. Vorsicht! This is gonna be tough. Golem! Sonic, ich kenne das im Intro, glaube ich. Wenn das der gleiche ist. Demon Fang. Das Timing muss ich echt wieder besser lernen. Das habe ich früher mal gut drauf. Vor Jahren. Demon Fang. Just as I expected. Level up für Genius, der noch 2 HP hat. Was ist denn da passiert? Wow, er hat sich in einen Felsbrocken verwandelt. Naja, es war ja auch vorher eigentlich schon ein Felsbrocken. Oh nein. Alles klar, verstehe. Hä, wovon redet ihr beiden? Gleich wird es bestimmt... Ah, da ist es ja. Boah, da ist noch eins. Okay, machen wir es fertig und werfen es nach unten. Warum? Kratos First Aid. Genius. Kratos hat keine Punkte mehr. Egal. In den Rücken. Oder in die Seite. Comes more of them. Demon Fang. Alter, trotz Block 48. Ich muss ausweichen. Ja. Demon Fang. Great thrust. Sonic Thrust. Sonic Thrust. You cannot oppose fate. Nee, offensichtlich nicht. Strategie müssen wir mal anpassen. Genius. Ferner Angriff. Ja. Lass mal eine kleine Reserve, falls ich heilen muss mit dir. Ansonsten bitte Langstreckenmagie. Du. Freundschützen. Heilen, solange ich nur dich damit habe. Und. Du darfst freikämpfen. Du bleibst Langstreckenfähigkeiten, wenn es geht. Du kannst alles rausballern erstmal. Kämpfst den Gegner in der Luft und ich spiele selber. Gut, wo müssen wir damit hin? Da ist ein Loch. Das sieht gut aus. Ha, hab gedacht, der kriegt mich. One right after another. Don't overdo it. First aid. Kannst du mich auch heilen? Nein. Sonic, forgive me. First aid. Great thrust. Ups. Ihr macht das schon, ne? Dann brauche ich kein Lebenswasser verschwenden. Demon Fang! Ray Thrust! Nein, ihr macht das nicht. Ich merk's schon. Ruf mir das mal zu, bitte. Are you okay? Jo. Sonic Thrust! Geht gut los. Geht gut Demon los. Fang. Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! Did we win? Ja, ganz knapp. Hätte schlimmer sein können. Der kann auch wieder hier rein. Dann können wir den unten weiterschieben auf den anderen. Und dann müsste noch einer kommen. Oder auch nicht. Wir speichern gleich, keine Angst. So schlecht wie ich spiele, werde ich jede Speichergelegenheit nutzen, die sich mir bietet. Wir machen mal rotiertes Speichern. Sicher ist sicher. Und dann beenden wir auch schon wieder diese Folge. Es ist nicht ganz so leicht, wie ich es in Erinnerung hatte.
Aber wir kriegen das mit der Zeit bestimmt besser hin. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Tales of Symphonia. Bis dahin!